Hallo und willkommen zum heutigen Beyond. Heute mal alleine, weil ich wollte euch einfach wieder ein bisschen was zeigen, was jetzt so letzte Zeit hier geschehen ist. Und ja, fangen wir am besten hier vorne an. Wir hatten, glaube ich, der letzte Stand war, wir hatten die Geräte noch hier vorne gehabt. Wir sind jetzt nach hinten gezogen. Den Serverschrank ein bisschen größer gebaut. Alles ist mit 64 K-Platten. Unser Lager haben wir jetzt mittlerweile hier hingestellt. Einen großen ME-Kern gebaut. Ganz einfach, um auch so viele wie möglich Maschinen anschließen zu können, weil es sind ja immer diese Channel, die da belegt werden und so weiter. Das Autocrafting haben wir ein bisschen vorangetrieben. Wir haben jetzt mittlerweile Solarzellen, die wir automatisch craften können. Ja, und so die ganzen Chipsätze, ja, den ganzen Scheiß wird das alles automatisch gemacht. Auch die ganzen Erze, die jetzt reingelagert werden ins System, wenn es automatisch verarbeitet. Aktuell arbeitet wieder die Quarry. Haben wir jetzt schon, ich glaube, 4 oder 5 Mal durchlaufen lassen. Also Ressourcen haben wir jetzt eigentlich, ja, mehr als genug. So, jetzt kommen wir zu einigen Neuerungen. Wir haben einmal das, also hier unten wird natürlich alles noch schick gemacht. Hier unten ist das Autocrafting. Aktuell mit 2 verschiedenen CPUs, jeweils, ich glaube, 16, alle genau 20K insgesamt. Wir haben einen Filter angebaut, der den ganzen Scheiß mal raussortiert aus dem System. Das ist unsere automatische Verarbeitungsanlage. Die werde ich allerdings noch anders bauen. Also hier haben wir quasi 5 Signals, die das ganze Zeug hier klein machen, über die Kiste wieder hier rüberleiten, dass wir uns auch die Channel sparen können. Und ja, wird alles schön durchgebrutzelt. Hier kommt dann quasi alles an. Die ganzen Erze und ja, hier nehmen wir noch die ganzen Pressen, die die ganzen Chipsätze herstellen können. Ja, dann haben wir einiges gemacht und zwar Draconic Evolution. Das war relativ zeitaufwendig, dieser ganze Spaß. Und ja, genau hier oben, das habe ich noch ein bisschen automatisiert. Das heißt, wir können jetzt, also halt so semi-automatisiert, wir können jetzt hier Kohle reinschmeißen, die füttert dann automatisch die Blumen und dadurch wird uns dann unser Mana-Pool ein bisschen gefüllt. Brauchen wir ja aktuell eigentlich momentan nur für die Umwandlung von Redstone auf Glowstone. Aber mit Botania werden wir uns dann auch nochmal genauer befassen. So, Draconic Evolution. Der Mod ist wow. Ich weiß nicht, wer von euch das jetzt schon kennt, in der neuen Minecraft-Version, also in der 10.1er oder beziehungsweise 10.2er, mit dem Fusion Crafting Core und so weiter, das war alles mal ein bisschen einfacher. Genau, die Rezepte kann ich jetzt nicht genau nachschauen. Und zwar ist das relativ, also habe ich nicht vielleicht eventuell noch was da, was ich umcraften kann? Ne, leider nicht mehr. Ach genau, die Chestplate kann ich noch nehmen. Genau, wir können jetzt zum Beispiel die Blueprint Chestplate reintun, müssten dann jetzt, wenn wir jetzt die Rezepte haben, wo sind die Chestplate? Die Chestplate haben wir, das sind die Leggings. Und auch Leggings. Ich will jetzt gerade verarschen. So viele Leggings. Ah genau, hier sind die, der Helm zum Beispiel. Wir bräuchten jetzt quasi für den Helm, oder auch nicht. Auf jeden Fall braucht man eine Dragon Core, also diese Teile da, und Nether Stars und jeden Scheiß in Massen, um dann ganz einfach diese Sachen von Wyvern auf Draconic zu upgraden. Ist ein relativ cooler Effekt, es schießen jetzt über Blitze raus, danach drehen sich so ein paar Kugeln rum, dann ist es dann fertig. Braucht jede Menge Strom, deswegen ist es oben noch verbunden, das zeige ich euch gleich noch. Da werden wir jetzt demnächst ein bisschen häufiger noch drauf eingehen, auch noch weitere Sachen machen, weil wir aktuell haben wir den Draconic Bow haben wir fertig, das Draconic Sword. Ich will natürlich auch noch die ganzen anderen Werkzeuge machen, das wollen wir dann zusammen in der Folge machen. Und so, jetzt kommen wir zu unserer Mob-Farm. Habe ich auch so noch nie gesehen, diesen Mod. Das ist der Wut-Mod. Den haben wir jetzt erst unten angefangen, im kleinen Stil. Das ist quasi dieses Template davon. Das kann man dann immer größer bauen und dann kann man dann irgendwann auch mal, jetzt aktuell kann er Wither-Skeletten spawnen. Wir haben jede Menge Sachen schon unten drin mit
Enderman und allen möglichen Zeug. Das Größte, was er spawnt, ist der Ritter selber und produziert halt durch diese Upgrades relativ viele Nether Stars, die man ja auch für den Draconic Evolution Mod ohne Ende braucht. Also diese Mobfarm ist eigentlich echt genial, weil es spawnen keine Mobs, es gibt keine Lags und nichts. Also die ist eigentlich richtig klasse. Also man kann sich eigentlich da nicht drüber beschweren. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Und zwar, indem ich mal kurz... Genau, den Input-Bass mal kurz wegnehmen. Die Kiste ist aktuell leer. Ich schalte den mal kurz an. So, die läuft jetzt. Braucht natürlich jetzt auch jede Menge Strom. Also die verbraucht aktuell 6279 RF pro Tick. Und für jeden Spawn-Rhythmus, den die hat, braucht die quasi 502.000 RF. Ja, ist machbar. Zeige ich euch da hinten auch gleich noch. Und die spawnen natürlich extrem. Also das ist jetzt gerade über den Bitter. Spawnt natürlich auch jede Menge Bullshit. Aber das Wichtigste ist natürlich, wenn man die Witter zum Beispiel hat, Chicken, genau, Witter haben wir hier noch. Seht ihr, also wir haben hier Chicken, Endermänner, Ghast haben wir, Schafe, das Schaf war das erste. Blaze haben wir für die Blaze Rods, weil die waren ja dann auch irgendwann mal richtig ätzend, immer mit dem Kompressor und alles, das war dann irgendwann echt nervig. So, wo ist er denn jetzt? Komm her. Genau, und dass ich so schnell renne, nicht wundern, ich habe die komplette Chest schon an. Wird aber was spawnen. So, genau, so schaut das Ding jetzt quasi roh aus. Man fängt in dieser kleinen Spalte an, dann baut man quasi den gelben Kreis außenrum, den grünen Kreis und dann den weißen Kreis. Für den weißen Kreis braucht man dann jeweils schon immer die Nether Stars. Hierfür braucht man was nicht an Enderperlen und so weiter. Ja, war ziemlich aufregend so, und dass das Ganze klappt, sehen wir jetzt, weil es sich wieder verbunden hat. Jetzt können wir den anschalten und er spawnt jetzt quasi alle 80 Sekunden 8 wieder. Und liefert uns natürlich dann auch das passende Material dazu. Seht ihr, jetzt haben wir 8 Nether Stars, wenn das nächste Mal... Zack, zack. Na komm. Also wenn jetzt quasi den nächsten Zyklus durch hat, dann jagt uns die nächsten Nether Stars rein. Und so weiter. Also diese Mobfarm ist schon echt mega. No? Komm, sonst geht's auch schneller. Genau, das sind quasi die XP-Shards, weil die Mobfarm produziert ja auch XP. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Dadurch haben wir unten dann auch diesen Experience-Kristall. Will ich es gerade verarschen? Die ersten 8 gingen jetzt ganz schnell und jetzt dauert es ewig, oder was? Aber angemacht habe ich nicht, oder? Hat die Factory Stop? Oh, ich bin doof. Können wir ja lange warten. Da können wir lange warten. So, schauen, das geht jetzt relativ zügig. Also, wenn man hier Nether Stars braucht, die gehen so schnell. Auch die XP-Shards, das ist... Deswegen ist diese Mobfarm eigentlich richtig genial, muss ich echt sagen. Gut, was haben wir noch? Genau, Draconic Evolution gehört natürlich auch unser Energiespeicher dazu. Ist aktuell schon auf der... vorletzte Stufe. Also er ist quasi innen drinne komplett mit Redstone verkleidet. Außenrum sind diese Draconicum-Blöcke. Dann sind diese Core-Stabilizer sind schon auf der zweiten Stufe. Also normalerweise hat man erst einen Block. Und irgendwann muss man diese groß bauen, damit er auch diesen großen Kern halten kann. Aktuell kann dieses Gerät speichern 2,14 Tera RF, also es ist mehr als genug. Also wie gesagt, dieses System läuft jetzt auch aktuell schon, ich glaube, 4 oder 5 Tage durch und er hat gerade mal 19% Energie gespeichert. Und man muss auch dazu sagen, wir haben mittlerweile schon die Solarpanel Stufe 7, nee, Stufe 8 sogar schon, und die produzieren schon, ja, ich glaube 32.000 RF. Das ist natürlich gerade schlecht, weil es dunkel ist. Genau, dann gibt es von Draconic Evolution noch ein schönes Gerät und das ist dieser hier. Damit kann man das Wetter und die Wetterzeit alles möglich machen. Zeige ich euch mal kurz, weil es eh gerade dunkel. Mit einem relativ coolen Effekt, der ziemlich laut wird. Und dann sieht man schon,
Sturm oder allen möglichen Zeug. Ist eigentlich relativ cool. Über diese Core werden wir dann separat auch nochmal. Die werden wir nochmal separat weiter ausbauen. Weil ich habe auch irgendwann noch vor, diese auf die nächste Stufe zu machen. Denn wir können denn sie noch einmal upgraden. Eigentlich. Man kann die noch einmal hochgraden und zwar braucht man da ringsrum überall diese anderen Draconiker und Blöcke, also quasi die aktivierten, die man dann, wo man für vier Stück jeweils immer ein Drachenherz braucht. Ja, kann man machen und wir werden es auch machen, weil wir dann ganz einfach auch mal den ganz großen haben wollen. Ich weiß auch nicht, wie viel der speichern kann. Ich denke mal, der hat dann wahrscheinlich auch unendlich oder sowas. Und von dem her denke ich mal, das werden wir auf jeden Fall noch mit durchnehmen. Was haben wir noch gemacht? Genau, die kleine IC2-Ecke. Weil wir haben aktuell auch noch vor, ein bisschen Yo-Yo Matter herzustellen. Ganz einfach, weil wir relativ viel Strom haben. Da müssen wir allerdings einen komplett neuen Stromkreislauf bauen. Deswegen haben wir jetzt aktuell erstmal einen Magma Crucible und einen Geothermalgenerator. Das werde ich dann irgendwann mal im großen Stil noch bauen. Also, keine Ahnung, 20, 30, 50, 100 Magma Crucibles und dann halt dementsprechend viele Geothermalgeneratoren daneben. Und die müssen dann eigentlich auch genug Energie abgeben, weil Atomkraft möchte ich nicht unbedingt. Weil wir nämlich dann relativ schnell wieder das Problem haben, dass der vielleicht überhitzt und uns dann um die Ohren fliegt. Wie aus diversen früheren Projekten. Ja, genau, das ist nochmal diese Mobfarm. Kann man sich ganz einfach diesen Block hier bauen und kann den dann, der zeigt dann quasi an, was man bauen muss. Das ist dann quasi die kleinste Stufe, die kann da wirklich bloß Schafe, Schweine, Hühner und sowas spawnen. Und da fängt es dann schon an mit Monstern. Ist eigentlich ein relativ cooler Mod, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, es sind nicht immer diese standardmäßigen Mob-Farmen, die man hat. Ist mal was anderes. Schaut mal eigentlich mal nicht so schlecht aus. Genau, jetzt wollen wir hier nochmal gucken. Und zwar produzieren die ja 32.000 Elf pro Tick. Und geben wir immer gleich zwei. Dazu brauchen wir natürlich dann Drachen. Ich glaube, waren das Dracheneier, war das glaube ich. Oder nächstes Drachenatem. Und aber das erkläre ich im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid jetzt erstmal wieder auf dem neuesten Stand und es hat gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!